Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reise nach Nordland. Wir haben Vorposten 1 besiegt. Wir werden jetzt hier einmal unser Becken schlafen legen. Dann werden wir jetzt versuchen, gleich Vorposten 2 auch einmal zu rushen, so wie wir es hier gemacht haben. Essen. So, sehr schön. Wir brauchen hier dann dieses Gedöns auch gar nicht so in diesem Maße. Wir brauchen hier trotzdem Mühlen und Bäcker. Wir werden trotzdem versuchen, gleich den Vorposten zu rushen, sodass der Gegner gar keine Chance hat. Aber ich will unsere Kuchenproduktion ausbauen. Unsere ganzen Leute sind hier. Noch einen Müller. Okay, das Gute ist, dass die gerade hier uns in Ruhe gelassen haben, während wir ihren Vorposten gestürmt haben. Wir gucken mal, was hier in den Truhen ist. Vielleicht irgendwas Interessantes, Lustiges. Noch mehr Soldaten. Interessant. Tatsächlich ja. Kuchen. Der hier darf dasselbe nochmal machen. Dann sagen wir doch mal eine größere Armee. 5. Schauen wir uns hier noch einmal um. Katapult. Schau es doch bestimmt hier. Dann würde ich sagen, wir beschleunigen das Ganze hier einmal. Alle raus. Unser Held darf wieder mit dem Schiff nach unten fahren. Und andocken. Er hat schon gegessen. Okay, dann platzieren wir Nummer 5 auch wieder hier. Das Katapult. Mit dem Katapult bist du, darfst du auch hier rüberfahren. Wieder Kundschafter werden. Dann musst du hier drüben weiter aushelfen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, hier eine ähnliche Taktik zu wählen oder einfach reinzuhauen. Ja.
Speed 3. Hier. Eisen dafür drüben mit Stein. Erstmal hier drüben Eisen machen. Kuchen. So, jetzt bin ich am Überlegen, wie es am sinnvollsten. Wir müssen da oben die Gegner weghauen. Wir haben hier unten noch einige Zivilisten. Die Zivilisten machen wir jetzt einfach mal zu Soldaten. Beschleunigen das Ganze hier wieder. Wir nehmen Soldaten darüber. Wir müssen aber aufpassen, dass wir jetzt nicht zu nah hingehen. Brunnen unten. Noch ein Bienenstock. Direkt noch mal eine Bäckerei. Hier einfach eine Farm hin. Und nebendran eine Mühle. Aber ich muss hier die Rohstoffe wegkauen. Heißt, unser ganzer Bautrupp darf hier einmal runtergehen. Buchstein hier mittendrin. Ah, Holz hat hier oben. Noch mehr Holz. Bau Holz. Buchstein. Bau Buchstein. Darf ich tatsächlich hier bleiben? Wir da bauen hier trotzdem noch einen Töpfer. Eine Steinmetzhütte. Genau. Einen Tempel können wir auch noch bauen. Den haben wir diese Runde noch gar nicht gebaut. Hierhin. Nehmt euch, ihr nehmt einen Bögen. Okay, das hängt jetzt fest. Sachen dürfen jetzt hier unten geproduziert werden. Schaut trotzdem darunter. Setzt hier, in die Mitte. Dann Zivilist. Stein mit Marmor. Zivilist. Verdachtsiegel. Die 20 Leute, und die Waffenrücke. Kann ich nochmal zwei Bäcker holen? Du siehst schon sympathisch aus, darf hier vielleicht mal den Tempel bauen.
Ja, wir müssen hier alles wegmachen. Oh, Holz, da runter. Ich schätze mal, da kommt demnächst wieder eine Armee rüber. Der fischt da immer noch fröhlich vor sich hin. Ich glaub's nicht. Steinmetz. Steinmetz? Hüpfer. Jetzt da unten alles baut, baut ihr erstmal das da. Dann kann ich nochmal 3 Wildgau bräuchte ich. Habe ich hier nochmal einen drin? Yep. Kuchen und Kuchen. Zuweisen. Oben. Gold. Den Langschuss kann man da reinsetzen und den Langschuss kann man da reinsetzen. 5 lassen wir einmal hier hochlaufen. Weg Kuchen. Weg Kuchen. Auch zu 5. Hierher. Ja, ich versuche, bevor die nächste Welle kommt, dass wir den Gegner bis dahin weg haben. Das wäre natürlich ziemlich nice, wenn das klappen würde. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Abbauer. Abbaustein. Da hat es noch Stein. Da geht es nicht mehr so sehr um die Ressourcen, sondern hauptsächlich um den Platz. Wenn die alle da sind, kann ich alle mal essen. Essen müssen wir jetzt tatsächlich weitaus genug haben.
5 alle Waffenrock. Und dann heißt es gleich noch einmal alle Schuhe holen. Ah, der Witz ist, ich lass alle Schuhe holen. Mit 61, mit 59. Wenn die keine Schuhe mehr haben, dürfen sie jetzt auch Schuhe holen. Schlaft alle noch mal eine Runde und noch mal essen und dann geht's los. Das ist tatsächlich meistens die Vorbereitung, bis endlich mal alles läuft, bis man überall, ja, bis man genug Essen hat, Ressourcen und alles. Gar nicht mehr so lange da hochlaufen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir noch mal einen weiteren Gegner haben, weil wenn es hier Vorposten 1 und 2 ist, ich glaube jetzt nicht, dass die da ja, dass man da rüberlaufen kann. Hallo, Katapult, willst du nicht los? Okay, dann platzieren wir einfach mal unsere Armee hier. Ganz frech. Ich hab doch gesagt, ist noch mal was. Unglaublich. Seid ihr bereit? Ja, sind sie. Katapult, Feuer! Okay, der Großteil unserer Armee hat überlebt. Sehr schön. Okay, kommt. Besiegt sie. Wer da stehen bleiben? Wir sind der Vorposten 2 unseres Stammes auf dem Festland. Herr 2 unseres Stammes auf dem Festland. Dies ist unsere Insel. Verschwinde freiwillig oder wir werden deinen Stamm von hier vertreiben. Ihr kämpft doch schon die ganze Zeit gegen mich. Ich wehr mich doch jetzt bloß. Es ist ja nicht so, dass wir diesen Krieg angefangen hätten. Wir wurden als erstes beschossen.
Hier, let's go. Katapulte. Wir haben auch langsam nur noch Bogenschützen. Und wenige Nahkämpfer. Okay, dann erstmal diesen Turm weghauen. Dann den Turm weghauen. Die Vorposten waren besiegt, so dass wir nun alleine auf dieser Insel waren. Doch der Kriegstreiber würden sich wieder angreifen und wir wollten doch nur Frieden, nur in Frieden leben. Daher mussten wir dem Feind zuvorkommen und beschlossen, ihn nun auf seinem Island anzugreifen. Wir kehrten zurück in unser Dorf, wo unser Zimmermann eine Flotte von Schiffen herstellen sollte, um uns für einen Angriff zu rüsten. Und wer wusste schon, was geschehen würde, wenn der Stamm der Kriegstreiber mitbekam, was mit seinen Außenposten geschehen war. Wir wollten, wir sollten also auf der Hut sein. Okay. Opa 2 besiegt. Nice. Da kommt ein Schiff, da kommt ein Schiff. What? Ich habe ein Schiff gesehen, Ich weiß jetzt nicht, wo der hingeht, wo das hingeht. Wir schicken unsere Armee mal hier in die Mitte, dass wir schnell hantieren können. Je nachdem, wo das Schiff jetzt hin ist. Da kommt ein Schiff. Fischer, hau ab. Okay, Pause. Wir müssen einmal diese 8 Leute rausnehmen. Pause beenden. So kurz Bogenschütze. Lauf da runter. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wo der genau hin will. Ich hab einen Gegner.
Wir haben ja einen Map gesetzt. Wie frech. Okay, wir müssen unser Lager noch mal ein bisschen upgraden mit überall Türmen. Wenn die einfach so vorbeikommen und sagen, jo, ich bin da, hallo. Okay, war zwar ein bisschen kurzer Angriff, aber trotzdem. Wir brauchen mehr Türme. Wir brauchen eine Verteidigung. Zivilisten, 4 Stück, in die Kaserne. Ich würde hier trotzdem noch mehr Bäcker bauen. Aus dem Grund, die sind von oben gekommen. Heißt, wir fahren mal hier hin. Wir können ja gucken, ob wir irgendwie an die Außenposten. Nee. Wir folgen einfach mal unserem Schiffchen, sehen, wie das da genau hinfährt. Der Gegner ist auf jeden Fall ja schon mal gekommen. Und der Tullalu gesagt. Wir wissen, was hier alles ist. Okay, dann komme ich hier auf jeden Fall rein. Dann suchen wir jetzt gleich noch schön den Gegner. Weil ich will schauen, dass ich hier dann meine Armee stationiere. Dass die mit den Bäckern dann, ja, dass die da dann Essen kriegen und alles. Kann ich mit dem Schiff dahin? Ja, aber dann kriege ich mit den ganzen Schiffen hier hoch. Jetzt gucke ich mal noch schön, wo der Gegner ist. Da ist auf jeden Fall ein Land. Das sind Wölfe. Ah, da oben. Deswegen müssen wir jetzt hier das Ganze abbauen. Ja, aber auf das zeichnete Gewässer, da kann ich nicht bauen. Da ist auf jeden Fall hier der rote Gegner. Okay, wir haben sein Land gefunden. Dann sehen wir auch, wenn sie immer losfahren. Nee, der Plan für die nächste Folge. Das wird eventuell die letzte Folge sein. Die letzte oder vorletzte. Auf jeden Fall werden wir es so machen. Bruchstein. Holz. Wir werden hier jetzt nochmal ein paar Bäcker bauen, so dass wir
eine Armee aufbauen können, werden die ganzen Schiffe hochholen und werden dann von hier aus in der Invasion hier drüben stoppen. Weil die halten es im Schiff nicht so lange aus und dann verhungern die uns hier. Das wollen wir auch nicht. Heißt, wir fahren unser erstes Schiff in den Hafen, den wir hier jetzt so provisorisch bauen. Den müssen wir auch noch einen Schreiner bauen, damit das auch real aussieht. Du darfst noch das dazu machen und du darfst auch noch Marmor machen. Genau, wir haben unser Eiland eingenommen. Unser Gegner ist eigentlich so gut wie besiegt. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der da noch ist, aber es sieht aus von hier bis hier. Wie viele Truppen sind, weiß ich nicht. Das ist ja immer unterschiedlich. Ich finde keinen Weg. Wie hat hier drüben unseren Hafen? Ist mir auch egal. Brauche ich hier trotzdem provisorischen Schreiner? Na schade. Ah ne, guck, da wäre gerade auch noch ein Platz gewesen. Schreinerei Stufe 4. Genau. Also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.